Hier wird tatsächlich Geld gedruckt. Wer das Gebäude hinter mir nicht kennt, ich bin natürlich in Frankfurt und hier über meine Schulter hinweg, da ist die EZB, die Europäische Zentralbank, also eine sprudelnde Quelle für Geld, denn wir wissen ja, dass die Notenbanken sehr, sehr gerne im Moment eins machen, nämlich die Märkte mit Liquidität versorgen, so viel Geld reinpumpen, wie es auch immer benötigt wird. Kuroda, der Notenbankchef der japanischen Notenbank, der hat das jetzt vor wenigen Tagen nochmal wieder bestätigt und hat gesagt, da ziehen wir doch mit, wenn die anderen das können, dann können wir das auch. Er ist ein bisschen anders normalerweise aufgestellt, wie wir das in Europa und in Amerika immer wieder sehen, aber der Tenor aktuell, notfalls parat zu stehen und da was zu tun, der ist offensichtlich bei den Notenbanken, den größten Notenbanken, den relevantesten dieser Welt, wohl gleich. Da kriege ich natürlich immer eine Frage gestellt in diesem Zusammenhang. Ja, aber wenn doch die Notenbanken so viel Geld reingeben, der Markt kann doch eigentlich nur nach oben. Und wie realistisch ist es denn, dass überhaupt der Markt nach unten gehen kann? Es ist doch eigentlich lächerlich. Und inwieweit kann die Charttechnik hier denn überhaupt eine echte Hilfe sein bei der Entscheidung, was man tun sollte? Ist denn in solchen sehr atypischen Märkten, so hört man und liest man immer wieder, und diese Fragen bekomme ich dann natürlich gestellt, ist es da überhaupt nachvollziehbar, dass die Charttechnik da funktioniert? Und ich muss sagen, jawohl, auch in diesen Situationen funktioniert sie, denn die Charttechnik oder die technische Analyse, die arbeitet ja nicht damit, dass man mit ihrer Hilfe ganz klar erkennt, was als nächstes passiert. In die Zukunft gucken kann man damit natürlich auch nicht, aber sie hilft, ein bisschen besser einzuschätzen, wie man in welcher Situation und ab welchen Marken man mit welcher Situation rechnen muss. Sprich, wenn ein bestimmtes Niveau durchstoßen wird, ob man dann eben eine Position zum Beispiel eröffnet oder dann doch eher schließt. Also das sind alles so Hilfsmittel, die unter anderem mit der Charttechnik trotz dieser Elfenbeintürme im Hintergrund dann doch noch funktionieren, dann auch mit viel gedrucktem Geld. Wir wissen, dass der Markt kann schnell mal runterkommen. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten, kann man fast sagen, ja eine relativ lockere Notenbankpolitik in vielen, vielen Stellen. Und trotzdem gab es immer wieder Einbrüche, die letztlich allerdings zum nächsten Aufwärtsmove dann geführt haben. Wie wir die Situation aktuell sehen, das hatte ich am Wochenende ja auch hier auf finanzmarktwelt.de veröffentlicht. Also wer mag, kann sich das Video dazu nochmal angucken. Da hat sich natürlich jetzt in den letzten Stunden noch nicht so wirklich viel Neues ergeben. Aber trotz alledem, der Gedanke, dass die Charttechnik uns da ein bisschen Klarheit gibt, an welchen Marken wir was tun, das ist durchaus nicht unrealistisch. So, dann lassen wir die da hinten mal arbeiten. Wahrscheinlich drucken die und schaufeln die da unten in den Kellern gerade das Geld. Wir gucken mal, was der Markt macht. Und da sehen wir uns dann mit Sicherheit gleich wieder. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße.